Hallo und herzlich willkommen auf dem Kanal von Simba, dem Ridgeback. Heutiges Thema Futter, Fressen, ja. Was kriegt unser Simba zu fressen und warum kriegt er das? Und es gibt eigentlich gar nicht so viele Möglichkeiten, wie man einen Hund so ernähren kann. Da gibt es einmal das Trockenfutter, das Nassfutter, dann gibt es noch Barfen, ja, also dass der Hund nur rohes Fleisch bekommt. Und dann kann man ihm natürlich auch noch selber kochen. Wir haben uns das Trockenfutter entschieden. Ich mache es also kurz, ja, und sag's auch gleich direkt. Und der Grund ist der, dass also Nassfutter, das schlingen die Hunde halt so. Ja, das ist zum einen, also sprich Trockenfutter muss er mehr kauen. Oh Simba, nee, raus da, hey! Und das muss er also mehr kauen, das ist ganz gut. Und das ist halt auch gut für die Zähne. Ja, also deswegen haben wir uns für Trockenfutter entschieden. Was halt auch noch dazu kommt, Nassfutter, wie gesagt, das schlingen die halt so runter. Barfen. Ach ja, Nassfutter ist halt auch deswegen nicht so toll für die Zähne, weil die halt nicht so kauen müssen. Die können es halt einfach so runterwürgen. Und Barfen, das ist eigentlich so das Beste, was man seinem Tier antun kann, weil so ein Hund ist ja nun mal ein Raubtier. Ja, ich denke, das weiß ja nun mal jeder. Und die fressen ja nun mal rohes Fleisch. Also das ist eigentlich das Sinnvollste. Aber das ist auch ein bisschen kompliziert, weil man muss halt gucken, dass die Hunde dann auch genug Nährstoffe und so weiter bekommen. Dass sie halt alles bekommen, was sie brauchen. Und also mir persönlich oder uns vielmehr, ne, ist ja nicht nur mein Hund, ist ja auch der Hund meiner Frau und von meinem Sohn halt auch, uns ist das zu kompliziert. Also jetzt Schande über uns, ja, aber also ich habe da eher Angst, dass ich was falsch mache, als dass ich mit irgendwas verbessere für meinen Hund. Ja, deswegen haben wir uns gesagt, das machen wir nicht. Und wollen wir noch ein bisschen weitergehen, Simba? Dann komm. Genau. So. Und ja, deswegen haben wir also gegen das Barfen entschieden. Alternativ, wie gesagt, könnte man auch selber für seinen Hund kochen. Es gibt auch Menschen, die machen das. Es gibt zum Beispiel dann Reis und dann macht man da halt zum Beispiel Möhren mit rein und solche Sachen. Würde ich prinzipiell auch tun oder würden wir prinzipiell auch tun. Da hat man aber zwei Komponenten, die das Ganze ja so ein bisschen hinderlich machen. Also zum einen ist natürlich der Zeitfaktor. Ja, jetzt kann man natürlich auch sagen, ja, warum schaffst du den Hund an, wenn du nicht für den kochen willst? Aber ganz ehrlich, also ich, wie gesagt, ich würde es machen, wenn da halt eben das normale Futter nicht vertragen würde oder so. Ja, also dann wären wir die Letzten, die das nicht machen würden. Aber ja, das ist also ein Punkt, ist halt die Zeit. Das nächste ist halt auch da wieder zu gucken mit den Nährstoffen, dass er halt alles bekommt, was er braucht. Das ist halt, ja, das ist halt dann nicht so einfach, wenn man selber darauf angewiesen ist, sich darum drüber Gedanken zu machen. Und ich bin halt der Meinung, mit meinem Wissen jetzt würde ich mir das nicht zutrauen, ihn da 100% so zu versorgen, wie er es braucht. Was uns noch wichtig ist bei dem Futter allgemein, dass er halt nicht so viele Proteine bekommt, also dass da nicht so viel Protein drin ist. Gerade in diesem Welpenfutter, ja, wenn das heißt irgendwie so Junior oder sowas, ne, da ist halt Protein ohne Ende drin. Davon wachsen die Hunde halt sehr schnell. Das könnte man natürlich sagen, ja Mensch, das ist ja super, wenn die schnell wachsen, ne, das ist ja toll. Aber so toll ist das nicht, weil die Gelenke und die Knochen, die wachsen dann halt eben auch dadurch sehr schnell. Und für die Gelenke ist es gar nicht mal so gut, wenn das so schnell in die Höhe geht. Ja, das belastet die Gelenke eher, als dass es denen gut tut. Und aus dem Grund achten wir darauf, dass das Futter von ihm so um die 20% hat, nicht mehr. Ja, das ist so der Hintergrund. Die Leckerli, die er bekommt, das sind meistens welche aus 100% Fleisch oder 100% Fisch. Ja, Fisch isst er auch gerne. Die haben höheren Proteingehalt. Aber das ist nicht so schlimm, weil ich meine, das bekommt er halt als Leckerli. Ja, also nicht so oft. Meistens, wenn wir mit ihm trainieren, machen wir die Leckerlis selber. Zum Beispiel dann aus Geflügelwurst. Ja, ja oder auch aus Käse. Ja, Käse hat auch relativ viel Protein. Geflügelwurst gar nicht so viel. Das hat irgendwie so paar 30%. Ist als Leckerli, finde ich, auch sehr gut geeignet. Er verträgt es auch prima, also ich will mich jetzt nicht so sehr über seine Häufchenstruktur auslassen, aber die Konsistenz ist super und ja, ist alles so, wie es sein soll. Ja, wollte ich halt einfach mal erzählen, was er so futtert. Wir werden jetzt hier unseren Weg noch ein bisschen fortsetzen. Sagt der Simba noch Tschüss.